Hallo zusammen, hier ist wieder euer Land, ich bin für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Kisten hier aus der Garnison öffnen und zwar war ich da schon fleißig, habe ein bisschen was gefarmt. Wir haben insgesamt 20 von den großen Kisten mit Bergungsgut und da wollen wir jetzt noch insgesamt zwei Items rausziehen. Einmal eine Axt und einmal Schuhe und ich hoffe, dass wir ein bisschen Glück haben. Fangen wir mal an. Erste Kiste sind Hände drin. Okay, interesting. Zumindest schon mal ein Item. Die Kisten gibt es übrigens aus der Garnison, wenn ihr die Mission abschließt und die am besten erfolgreich abschließt und zusätzlich hier dieses Garnisonsgebäude wieder Verwerter habt, dann könnt ihr nämlich die Kisten zusätzlich bekommen und die natürlich hier auch öffnen. Was kriege ich jetzt hier? Ah ja, das sind diese, ne? Diese Anhängerverbesserungen, da haben die ein bisschen mehr Item-Level. Die brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Zusätzlich gibt es hier auch ab und an so ein paar Kräuter, ein paar Erze, also oder allgemein Materialien. Ich glaube, Staub und so ist auch dabei. Genau, hier oben haben wir es. Und relativ selten hat diese Themog-Sachen. Und ja, mit relativ selten ist gut, weil ich kriege jetzt hier irgendwie gar nichts, so wie es aussieht. Komm, gib mir die Waffe oder die Füße. Vier Kisten haben wir noch. Drei. 2, 1, och komm, das war wieder eine komplette Nullnummer, oder? Ja. Gut, da haben wir mal wieder einfach gar nichts gekriegt, das freut mich natürlich wieder an der Stelle. Ich werde mich wieder melden, wenn ich wieder ein paar Kisten zusammen habe und bis dahin verabschiede ich mich schon mal an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und drückt mir die Daumen fürs nächste Mal, dass wir ein bisschen mehr Glück haben. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.